Alhamdulillah, wir haben erklärt, dass Spaßen eine Sunna ist. Nur gibt es natürlich Bedingungen, die man nicht überschreiten darf. Ganz kurz, welche Bedingungen gibt es? Nicht lügen. Nicht übertreiben, das heißt, dass viele Lachen tötet das Herz. Was noch? Dass man zum Beispiel nicht einen Gegenstand von jemandem nimmt, aus Spaß, wo man ihn zum Beispiel verletzen könnte. Richtig, man nimmt nicht jemanden einen Gegenstand weg, selbst wenn es ein Stock ist, damit man nichts in seinem Herzen hereinbringt. Nein. Das Erschrecken. Das Erschrecken eines Muslims ist verboten, auch wenn es nur aus Spaß ist. Das heißt, du ziehst dir eine Maske an, manche brauchen nicht mal eine Maske, und dann sagen, ja, und dieser erschreckt sich dann, das ist auch verboten. Das ist verboten, auch wenn er sich nur leicht erschreckt. Auch nicht bei deinen Kindern. Wallahu ta'ala ala wa ala. Das Erniedrigen von anderen. Dass man allgemein beim Spaß nicht sich über eine Person lustig macht. Das muss man erklären. Was bedeutet das, lustig zu machen? Man sitzt zusammen und spaßt miteinander. So. Wenn du hier bei dem Spaß, mit Spaß meinst, dass du deinen Bruder schlecht machen musst, ihn erniedrigen musst, ihn über ihn herziehst, das ist alles verboten und kein Spaß. Im Gegenteil, du wirst dafür zur Rechenschaft gezogen. Und manche Leute übertreiben im Spaß. Das geht so weit, bis es Feindschaft zwischen zwei Leuten gibt, wo es angeblich um Spaß handelt. Und das ist nicht erlaubt. Liebe Geschwister, der Spaß ist eine Sunna, solange man auch die Bedingungen einhält. Aber wenn man die Bedingungen nicht mehr einhält, dann ist das kein Spaß mehr, sondern es ist nur noch Beleidigung. Na, bitteschön. Witze über die Religion. Witze über die Religion, sehr gut. Den Punkt haben wir nicht genannt, weil es eigentlich etwas Selbstverständliches ist, aber leider heute nicht mehr, wie bei Übeltäter, Datteltäter zu sehen ist. Diese Leute machen sich auch lustig über die Religion. Und ich habe das mit eigenen Augen gesehen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Wallahi, ein Wort, und ich sage nicht ein Satz, ein Wort, wo du dich lustig machst über die Religion, Allah azza wa jal fördert dich heraus schon aus der Religion. Befördert dich aus der Religion des Islam. Aber manche Leute, für sie ist alles ein Spaß. Na, welchen Punkt haben wir noch genannt? Nein, das haben wir nicht genannt. Das war's. Tai.